Matthias, Tag 2 der Asienreise. Heute standen ja mehrere Aktionen auf dem Programm, unter anderem eine Autogrammstunde mit einem etwas kuriosen Hintergrund und ein Testspiel. Berichte uns. Ja, die Autogrammstunde, die du gerade schon angesprochen hast, die war in der Tat ganz witzig. Ich hatte erst nicht so hohe Erwartungen, weil Autogrammstunden ja im Endeffekt immer gleich ablaufen. Aber das war ganz cool, weil plötzlich einer aufstand, der aussah wie Shinji Kagawa. Und der Moderator, der so ein bisschen aussah wie die japanische Version von Wolfgang Job, hat den dann auch sofort entdeckt und ihn angesprochen. Und was für eine Verbindung. Aubameyang, die da oben auf dem Podium saß, und Mitsuo Maruoka, die haben sich vor Lachen nicht mehr eingekriegt. Und dann kam der hinterher noch auf die Bühne, hat seinen Namen genannt, gesagt, dass er eigentlich Tennisspieler ist. Da wurden Abschiedsfotos gemacht und dann ging es weiter mit dem sehr disziplinierten Autogrammeschreiben. Ich habe nämlich heute gelernt, dass die Japaner sich wirklich an Vorgaben halten. Es hieß, jeder, der ein Trikot kauft, bekommt ein Autogramm von einem Spieler. Es waren aber ja drei da und in Deutschland, glaube ich, hätten 99% der Leute in der Schlange versucht, sich von allen dreien ein Autogramm zu holen. In Japan macht man sowas nicht. Da geht man ganz artig weiter zur Verwunderung von Mats Hummels, der immer das Autogramm geben wollte auf das Trikot von Aubameyang, aber nicht durfte, weil die dann weggegangen sind. Das war schon ganz witzig. Okay, das ist natürlich ein bisschen anders als hier, stimmt. Ja, zum Testspiel 6:0. Was kann man so zum Gegner sagen? Kannst du ungefähr sagen, was das so hier bei uns, zweite Liga, erste Liga? Ja, ist immer schwierig einzuschätzen. Ich würde schon sagen, eher zweite Liga als erste Liga. Die spielen in Japan allerdings einen ganz guten Ball, sind auch relativ weit oben dabei und die stecken eben schon mittendrin in der Saison, im Unterschied zum BVB, der erst seit 10 Tagen wieder trainiert. Das war heute ein ordentlicher Test. Vor allem in der zweiten Hälfte hat Dortmund nach vorne richtig Gas gegeben. In der ersten Hälfte gab es hinten noch so ein paar Schwierigkeiten. Immer dann, wenn die Japaner das Spiel schnell gemacht haben, da merkt man einfach, dass in dem neuen 4-1-4-1, was derzeit zum Einsatz kommt, noch nicht so alle Abläufe stimmen. Aber ich denke, was man schon erkennen konnte, war, dass Tuchel verstärkt auf Ballbesitz sitzt, dass das Passspiel schon besser geworden ist. Also erste Ansätze sind zu erkennen und die sind durchaus vielversprechend. Also was ich am Fernsehen gesehen habe, ich habe zwar noch von 4-2-3-1 bei uns im Ticker geschrieben, aber da siehst du, dass man es im Stadion natürlich besser sieht als am Fernseher. Tuchel hat ja auch in der einen Woche jetzt in Dortmund recht viel Passspiel geübt. Das hat man gesehen, dass das heute schon ein bisschen zum Tragen kam, oder? Ja, auf jeden Fall. Also die Spieler halten die Bälle nicht mehr so lange wie in der Vorsaison. Es geht schneller nach vorne und deutlich direkter auch. Und die Pässe kommen an. Es gibt auch vor jedem Spiel jetzt eine neue Warmmachübung. Da wird 4 gegen 4 gespielt mit 2 Wechselspielern. Und da geht es eben auch Passspiel auf engstem Raum. Tuchel legt sehr großen Wert auf Genauigkeit und das macht sich, glaube ich, bezahlt. Das tut dem BVB-Spiel gut, zumal die Borussia ja genug Spieler hat. Ich sag mal, Mkhitaryan, Gündogan, Kagawa, die genau das spielen können. Stimmt. Nachdem du deine Zelte gestern in Tokio erst aufgebaut hast, brichst du sie jetzt schon wieder ab. Es geht weiter nach Singapur. Genau, ich packe jetzt gleich meinen Koffer wieder. Denn in 8 Stunden ungefähr muss ich am Bus sein, der mich zum Flughafen bringt. Um 11.05 Uhr Ortszeit geht es dann nach Singapur. Wir fliegen 7 Stunden, meine ich. Und direkt vom Flughafen geht es dann weiter zum Training. Also es erwartet uns wieder ein langer Tag, genau wie die BVB-Profis. Ich bin gespannt, ob Ciro Immobile morgen pünktlich aus dem Bett kommt. Der hat heute ja verschlafen und war deshalb nicht bei der Autogrammstunde. Ohnehin hat er heute eine etwas unglückliche Figur abgegeben, sage ich mal. Also er hat sich die letzten Tage schon eher isoliert von der Mannschaft, heute dann erst verschlafen, anschließend sich dann sehr kurz vor dem Spiel verletzt gemeldet. Das war ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, da ist einer gedanklich schon weg aus Dortmund. Ja, ist auf jeden Fall eine eindeutige Tendenz zu erkennen. Sonst irgendwelche Anekdötchen der Japaner, was du uns noch näher bringen müsstest? Nein, eigentlich nicht. Der Tag war heute pickepacke voll mit Aktionen. Da blieb für mich relativ wenig Zeit für Sightseeing, eigentlich gar keine. Und die Anekdoten von der Autogrammstunde, die habe ich ja schon erzählt. Das stimmt. Alles klar, dann sind wir durch für heute. Dir einen guten Flug. Und dann sprechen wir uns morgen schon wieder aus einer anderen Zeitzone wieder. Da ist dann 1 Stunde weniger Zeitverschiebung, richtig, ne? Ja, das ist richtig, genau. Dann sind es nur noch 6 Stunden, die ich voraus bin. Alles klar. Gut, dann bis morgen, ne? Tschüss. Bis morgen. Tschüss.